Wir sind Postel Analytics und wir haben uns aus einem Weltmarktführer, Anlagenbauer herausgelöst, weil wir eine Lösung entwickelt haben, mit der man ungeplante Stillstände vermeiden kann und so die Gesamtanlageneffektivität erhöhen. Also Zielsetzung ist, dass wir das in 4 Monaten ein verkaufsfähiges Produkt hinkriegen. Wobei technisch ist schon alles gelöst. Die größte Herausforderung ist immer wieder, das in der Organisation umzusetzen oder zu etablieren, die Use Cases zu schaffen und auch das Geschäftsmodell zu erstellen. Aus unserer Sicht werden früher oder später alle Daten, die erfasst werden können, auch tatsächlich erfasst. Das heißt, wir suchen Sensorquellen in den Anlagen und saugen diese Daten ab, speichern sie in der Cloud. Und früher oder später werden alle Daten, die verfügbar sind, auch abgesaugt, abgespeichert werden. Der nächste Schritt ist, dann aus diesen Daten Analysen über die Vergangenheit zu erstellen, um daraus zu lernen, was man verbessern kann. Und der dritte Schritt ist dann, Prognosen in die Zukunft zu machen, um Fehler zu vermeiden. Ja, und damit Sie die Daten dann auch verstehen und das, was wir da aufdecken, visualisieren wir die Daten und die Ergebnisse natürlich anschaulich, in anschaulichen Oberflächen, damit auch Sie als Kunde und Ihre Kunden verstehen, was da passiert, welche Zusammenhänge es gibt und welche Vorhersagen Sie damit treffen können. Beispielsweise, wann Betriebsausfälle sein werden. Starten die Projekte immer mit einer Potenzialanalyse. Da schauen wir nach dem Status quo im Unternehmen. Da unterhalten wir uns mit ganz vielen Menschen, denn das Ziel ist, die Menschen mitzunehmen und herauszufinden, wo das Unternehmen steht. Ja, viele glauben, wenn man sowas macht, da kauft man einfach nur eine neue Software. Das ist aber viel mehr. Man implementiert digitale Geschäftsmodelle. Das macht unglaubliche Sachen mit einer Organisation. Das muss man vorbereiten. Da muss man alle mitnehmen, sonst scheitert das. Also wir unterscheiden da zwischen den Anlagenbauern, unseren Kunden und den Endkunden. Wenn man mal so einen Endkunde, so einen Endanwender sich anschaut, kann der mit unserer Lösung, mit den Analysen, die wir treffen, ungeplante Stillstände vermeiden und die Produktivität seines Equipments erhöhen und dadurch auch die Gesamtbetriebskosten senken. Wenn ich jetzt aus der Brille von einem Anlagenbauer drauf schaue, kann er diese Daten, die er aus der gesamten installierten Basis seiner Anlagen herauszieht, nutzen, um zielgerichtete Angebote zu machen, also mehr Aftermarket verkaufen, mehr Ersatzteile verkaufen, zielgerichtete Services anbieten, mehr Transparenz in der Installed Base schaffen. Analyse war echt ein voller Erfolg und wir haben viele, viele interessante Insights erhalten, die uns quasi auf unser Projekt jetzt vorbereiten können. Was uns besonders an Postel Analytics gefallen hat, ist das Vertrauen. Die ersten Themen, die wir zusammen mit Postel Analytics durchgeführt haben, waren wirklich erfolgreich und wir sind sehr zufrieden. Und für uns ist das der Start einer langfristigen Partnerschaft. Wir als Firma haben viele Ideen, wie wir unsere Maschinen bewerten und auswerten können. Was uns aber fehlt, ist ein Partner, der uns diese ganzen Ideen, die wir haben, bündeln kann und ein Produkt draus machen konnte. Deswegen haben wir uns für die Postel Analytics entschieden. Zusätzlich brauchen wir einen Partner, der uns unterstützt, Geschäftsmodelle zu entwickeln, weil wir auf diesen Bereichen in der IoT Cloud einfach nicht die Erfahrung mitbringen, um das unseren Kunden individuell und gut anbieten zu können. Wir haben in kürzester Zeit, seit Anfang des Jahres, ein Testsystem erstellt, was wir intern nutzen konnten, um Geschäftsmodelle zu entwickeln, die wir dann dem Kunden anbieten können. Wir haben in kürzester Zeit von unserem MVP-Projekt die Daten über die Schnittstelle abgesaugt und sie in einer Cloud analysiert und dem Kunden zur Verfügung gestellt. In Zukunft wollen wir in den nächsten Wochen weitere analytische Projekte umsetzen. Jetzt fällt es mir am schwer, jetzt was zu sagen, was am besten gelaufen ist. Das ist ja, man hatte grundsätzlich immer das Gefühl, dass man auf einer kollegialen Ebene mit denen kommuniziert und zusammenarbeitet. Man hat nie das Gefühl, dass man mit einer externen Firma Projekte bespricht.
Wir machen nicht nur IoT. Wir machen Daten nutzbar. Wir sind das Startup Pocel Analytics.